Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24. Ich bin Katja Huberts und damit begrüße ich Sie herzlich zu unserer Sendung. Wir haben mal wieder ein gemischtes Programm, positive Neuigkeiten und nicht so schöne Nachrichten. Wie die Absage der langersehnten Industrieansiedlung der Firma S-Volt. Warum? Seenluft 24 hat nachgefragt. Auf der anderen Seite stehen die Erfolge. Der Tag des offenen Senftenbergs. So viele Aussteller und Mitwirkende waren dabei und die Stadt war am vergangenen Samstag sehr gut besucht. Auch der WRL hat sich mit einer Premiere auf dem Marktplatz gezeigt. Was wie wo? Wir zeigen es Ihnen hier im Programm. Und zum Schluss geht es nach Schwarzheide. Auch hier gibt es sicher noch Orte, die Sie noch gar nicht kennen. Auch ich selber war überrascht und nach diesem Beitrag ist ein Ausflug zum Kulturpark sicher bald geplant. Doch jetzt beginnen wir wie gewohnt mit den aktuellen Nachrichten aus der Region und den Wetteraussichten. Und hier noch einmal unser Programm im Überblick. Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Hey, mach's doch! Geh wählen! Am 9.6. sind Kommunal- und Europawahlen. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Unterstützt vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz und dem Familiencampus Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 28. Mai. Bei der letzten Stadtverordnetenversammlung dieser Legislaturperiode in Großregen hat sich der Vorsitzende Christoph Schmidtchen bei allen Abgeordneten für die gute Zusammenarbeit bedankt. Besonders hob er hervor, dass in Großregen Kommunalpolitik statt Parteipolitik gemacht werde. Bürgermeister Thomas Zenker gab einen Rückblick auf die 7. Legislaturperiode. Umfangreiche Investitionen im gesamten Stadtgebiet und in den Ortsteilen seien oft nur mit langem Atem und durch den Rückhalt der Abgeordneten möglich geworden. Dafür dankte er ihnen. Eine der nächsten Herausforderungen sei der Kita-Neubau, der im Juli beginnen soll. Am Samstag startet das Amphitheater Großkoschen in die Saison 2024. Als Auftakt hat sich die neue Bühne etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit einer fulminanten Premiere startet die neue Bühne Senftenberg die Saison in ihrer Sommerspielstätte in Großkoschen. Das Kultmusical Hair wird ab dem 1. Juni für insgesamt 12-mal das Amphitheater in einen Flower-Power-Tempel verwandeln. Unterstützt wird das Ensemble des Theaters dabei unter anderem vom Musical-Darsteller Anthony Curtis Kirby sowie vom Musiktheater-Ensemble des Kulturregen Wurmlage e.V. Das Musical fängt den Zeitgeist der 1960er Jahre in den USA ein, in der die junge Generation mit Love, Peace und Rock'n'Roll gegen die bestehende gesellschaftliche Ordnung protestierte. Nach der Uraufführung 1967 trat das Musical ab 1968 seinen Siegeszug am Broadway und den internationalen Bühnen an. 1979 folgte die Verfilmung. Wie das Theater mitteilt, ist die Premiere bereits ausverkauft. Für die weiteren Aufführungen sind jedoch noch Karten erhältlich. In Lauchhammer steht die Einweihung der Außenanlage des Mehrgenerationenhauses bevor. Sie soll bei einem Hoffest anlässlich des Tages des Nachbarn am 30. Mai um 14 Uhr erfolgen. Wie die Stadt Lauchhammer mitteilt, sind alle Pflasterarbeiten abgeschlossen. Zufahrten und Stellflächen wurden erneuert und die Freianlage mit Sitzblöcken und Tischtennisplatten ausgerüstet. Neben Restarbeiten werden noch rund 1500 Quadratmeter Rasenfläche und etwas über 300 Quadratmeter Pflanzflächen neu angelegt. Das Mehrgenerationen- und Vereinshaus-Domizil wurde im Auftrag der Stadt in mehreren Bauabschnitten saniert. Seit September 2023 wurden auch die Außenanlagen neu gestaltet. Kameraden der Feuerwehr Finsterwalde waren Mitte Mai in der Partnerstadt Eppelborn im Einsatz. Dort hatten anhaltende Regenfälle für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt.
Eine Delegation aus der Lausitz war anlässlich eines Partnerschaftsaustauschs bereits vor Ort und packte mit an. Außerdem fuhren Einsatzkräfte der Ortswehren Finsterwalde, Stadtmitte und Sorno ins rund 720 Kilometer entfernte Eppelborn. Bürgermeister Jörg Gampe dankte den Kameraden für ihren schnellen Einsatz. Die Situation habe sich mit der Zeit etwas beruhigt, auch wenn die Folgeschäden zum Teil verheerend seien, schreibt die Stadt. Für die Menschen, die durch das Hochwasser Hab und Gut verloren haben, wurden Spendenkonten eingerichtet. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Senftenbergs Bürgermeister Andreas Pfeiffer hat am Montag seine Unternehmensbesuche fortgeführt. Besucht hat er neben dem Vital Gesundheitsclub auch die Industrieanlagenbau Senftenberg GmbH. Im Gespräch mit den Unternehmern soll ausgelotet werden, wo und wie die Verwaltung die Gewerbetreibenden unterstützen kann. Musikschulen öffnen Kirchen, heißt es an diesem Sonntag um 16 Uhr in der Hörlitzer Heilandskirche. Es spielt das Mittelorchester und das Violoncello-Ensemble der Kreismusikschule Oberspreewald-Lausitz unter Leitung von Anna Gonda. Der Nachmittag beginnt ab 14 Uhr mit einem Vortrag und einer Kaffeetafel. Der Eintritt ist frei. Um Spenden zur Restaurierung der Kirchenfenster wird gebeten. Am 31. Mai stellen sich die Kandidaten für die Wahl zur Großregener Stadtverordnetenversammlung vor. Alle Großregener sind zu der moderierten Informationsveranstaltung ab 18 Uhr in den Kurmeckersaal eingeladen. Eine rege Diskussion ist ausdrücklich erwünscht. Am 8. und 9. Juni startet landesweit die 29. Brandenburger Landpartie. Sie lädt ein, die Landwirtschaft mit ihren bäuerlichen Traditionen und regionalen Spezialitäten kennenzulernen. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz beteiligen sich in diesem Jahr 4 Akteure. Neben dem Landwirtschaftsbetrieb Domin aus Peikwitz sind das die Hofkellerei Arlt aus Grönewalde, die Senftenberger Weinfreunde und der Angerhof Bischdorf in Lübbenau. Alle Angebote und Orte sind im Internet unter brandenburger-landpartie zu finden. Soweit die Meldungen, jetzt folgt hier der Polizeibericht. In Elsterwerda wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen ins Bioheizkraftwerk gerufen. Dort war eine Förderanlage in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Wahrscheinliche Brandursache sind nach derzeitigem Erkenntnisstand Schweißarbeiten am Montagabend. Gleich mehrere Strafanzeigen haben 2 Männer Samstagnacht in Schwarzheide kassiert. Gegen 22 Uhr gerieten sie an einer Tankstelle in eine handfeste Auseinandersetzung. Polizeibeamte konnten die Schlägerei beenden. Während der Anzeigenaufnahme kam heraus, dass beide alkoholisiert auf ihren E-Bikes unterwegs waren. Zudem war ein Rad manipuliert worden und somit schneller als erlaubt. Es wurde als Beweismittel sichergestellt. Außerdem wurden Blutentnahmen durchgeführt. Das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Mittwoch kann sich vormittags die Sonne nicht durchsetzen. Auch am Nachmittag überwiegt dichte Bewölkung bei Werten von 11 bis 22 Grad. Es bleibt trocken. Donnerstag kann es immer wieder zu Regenschauern kommen und die Temperatur liegt zwischen 14 und 18 Grad. Der Freitag startet sonnig bei Werten von 10 Grad. Im weiteren Tagesverlauf ist es bedeckt. Am Abend gibt es vereinzelt Lücken in der Wolkendecke bei Maximalwerten von 22 Grad. Europawahl und Kommunalwahl 2024. Sie sehen nun Wahlwerbung. Für den Inhalt der Wahlwerbung sind ausschließlich die jeweilige Partei bzw. die Kandidatinnen und Kandidaten verantwortlich. Pro Lauchhammer, Ihre Stimme für Liste 17, die gebündelte Kraft für Lauchhammer. Pro Lauchhammer,
Wir bitten um Ihre Stimme am 9. Juni 2024 für Lauchhammer. Europawahl und Kommunalwahl 2024. Sie sahen Wahlwerbung. Die langersehnte Industrieansiedlung in Lauchhammer ist Geschichte. Der chinesische Batteriehersteller S-Volt hat am vergangenen Freitag das Aus für die Entwicklung eines Standortes in der Lausitz verkündet. Seenluft 24 ist der Absage nachgegangen. Am 9. September 2022 lächelten alle noch in die Kameras, als S-Volt die Pläne für den Bau eines Werkes zur Herstellung von Batteriezellen vorstellte. Von einem Meilenstein für den Aufbau von lokalen Batterieproduktionskapazitäten in Europa sprach damals noch S-Volt-Europachef Kai-Uwe Wollenhaupt. Es war auch von 1000 Arbeitsplätzen und einem Produktionsstart 2025 die Rede. Jetzt die Ernüchterung. Auf jeden Fall und ist natürlich besonders ärgerlich, weil wir ja im Prinzip kurz vor der Veränderung dann schon standen, zumindest von unserer Seite her, und im Prinzip jetzt hätte die Baugenehmigung eingereicht werden können und wir dann auch irgendwann den ersten Spatenstich hinten machen können. In erster Linie ist natürlich ein Kunde abgesprungen und das hat dann S-Volt zum Handeln bewogen, aber letztendlich hat es auch geopolitische Entscheidungen, die sich jeder ja auch so ein bisschen selber zusammenreiben kann. Unklar ist zurzeit, ob der Grund für einen schwankenden Automobilmarkt die Tatsache ist, dass für E-Autos aus China ein sogenannter Strafzoll erhoben wird. In der EU wird das aktuell heftig diskutiert. Das könnte ein Teil für die jetzige Entscheidung sein. Es gab schon Vorzeichen vor einigen Tagen, dass es eventuell in die Richtung gehen könnte. Nun ist es so gekommen, nun werden wir also gemeinsam Land Brandenburg, Stadt Lauchhammer und Landkreis versuchen, dort einen Folgenutzer oder Investor auch zu suchen und zu finden. Die Fläche gibt es her, die Hallen dort sind einzigartig, so etwas gibt es südlich von Berlin nicht noch einmal. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird und wir haben dann sehr umtriebigen und gut aufgestellten Wirtschaftsminister im Land Brandenburg, der gemeinsam mit Landkreis und Kommune sich schon auf den Weg gemacht hat, um dort Nachfolger zu suchen. Und von daher werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, in welche Richtung es geht. Auch die Südbrandenburger Wirtschaft, hier die IHK Cottbus, bedauert die Entscheidung. Es ist eine Entscheidung im internationalen Standortwettbewerb. Wir haben große Hoffnung trotzdem weiterhin, dass der Standort sich entwickelt, gerade in dem Bereich Automotive, Elektromobilität, erneuerbare Energien, dass sich an dem Standort trotzdem jemand ansiedeln kann und natürlich für die Region Arbeitsplätze und Wertschöpfung schafft. Wir versuchen das natürlich gern zu unterstützen im Rahmen mit allen Partnern, die vor Ort sind, bis hin zum Land und zum Bund, weil das sind wesentliche Bedingungen, dass sich auch jemand entscheidet, hier vor Ort zu kommen. Auch von fehlender Planungs- und Rechtssicherheit für die Errichtung des Werkes ist in der Absage die Rede. Dabei dürfte es um Fördermittel gehen, deren Zusage nach der Wahrnehmung von S-Volt lange dauert. Außerdem werden diese Fördermittel auch ungleich verteilt, wurde in einer Präsentation von S-Volt in der Stadtverordnetenversammlung im März in Lauchhammer deutlich. Das ist sicherlich ein Problem und es klang ja auch ganz vorsichtig an. Herr Weiglein hat ja relativ deutlich gesagt, dass er nicht versteht, warum andere Unternehmen gefördert werden und wir hier in Lauchhammer eine Förderung nicht erhalten. Und dass dann andererseits die wirtschaftliche Lage dazu führt, ein Unternehmen unternehmerisch zu führen, ist am Ende nachvollziehbar. In den letzten 20 Monaten hat Lauchhammer für die Ansiedlung des Batteriewerks Flächen angekauft, Bäume gerodet und einen Erbbaupachtvertrag für das Gesamtgelände vorbereitet. Damit verfügt die Stadt über eine riesige zusammenhängende Fläche für eine Industrieansiedlung. Solche Flächen sind aktuell eine absolute Seltenheit. Industrieflächen sind rar, nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Sachsen, das weiß man auch. Das wissen auch Unternehmen und ich bin noch mal zuversichtlich, dass Lauchhammer dort auch einen Folgenutzer, einen Interessenten, letztlich einen Eigentümer und dann einen Investor finden wird.
Und die Flächen, die die Stadt erworben hat, sind also auch nicht verloren. Sie werden mit Sicherheit dann auch eine Nachnutzung erfahren. Da braucht man jetzt einfach Zeit, Geduld und ein wenig einen langen Atem. Aber am Ende dieser auch Aufwendung, die man jetzt tätigen muss, wird der Erfolg auf unserer Seite sein. Leider war Esfold keine Erfolgsgeschichte. So ist das aufgrund der geopolitischen Situation, aber auch aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auch in Deutschland Brandenburg und dann letztlich hier im Süden Brandenburgs so. Aber ich sehe das eher als Chance, natürlich auch als Herausforderung, als denn schlussendlich als Niederlage überhaupt gar nicht. Im Brandenburger Wirtschaftsministerium und bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg soll es eine Liste mit interessierten Investoren geben. Und dort werde bereits nach einem potenziellen Nachfolger für Esfold gesucht. Das Problem? Der chinesische Konzern hat das ehemalige Werk von Vestas gekauft. Und ganz preiswert war das nicht. Dennoch bleiben die Flächen ein Filetstück. Natürlich ist das ein Filetstück, weil ohne die zwei Flächen, die wir dort bereits angekauft haben und auch die Option, Flächen von der LMFV weiter anzukaufen, wäre die Fläche so klein von Vestas, dass sich mögliche andere Investoren, die zurzeit Flächen ja benötigen, gar nicht mehr rentieren würde. Fest steht, mit der Arbeit der Stadtverwaltung Lauchhammer und der Kreisverwaltung hat die Esfold-Absage nichts zu tun. Noch in der Stadtverordnetenversammlung am 21. März bestätigten die Esfold-Vertreter, am Standort Lauchhammer festzuhalten. Nach der Schließung des Vestas-Werkes hat die Zusammenarbeit bei der Suche nach einem Investor zwischen Land, Landkreis und Stadt schon einmal sehr gut funktioniert. Bleibt zu hoffen, dass es eine Neuauflage für Lauchhammer gibt. Suchst eine neue Herausforderung? Werde Teil unseres Unternehmens und bewirb dich am besten noch heute bei uns. Wir freuen uns auf dich. Let's go! Wandelbar, der Seenland-Talk, live aus dem Kulturhaus der BASF Schwarzheide. Unser Thema: Ein- und Mitmischen, die Kommunalwahl macht es möglich. Gibt es zwischen Lübbenau und Ortrand Politikverdrossenheit? Und was kann ein Ortsbeirat, eine Gemeindevertretung, die Stadtverordnetenversammlung oder der Kreistag alles bewirken? Diese und ähnliche Fragen zur Kommunalwahl am 9. Juni diskutiere ich unter anderem mit dem Landrat Sigurd Heinze, der Vorsitzende des Kreistages Martina Gregor Ness, dem Bürgermeister von Senftenberg Andreas Pfeiffer oder mit Robin Elias Jakubowski, einem Vertreter des Senftenberger Kinder- und Jugendparlaments. Schalten Sie ein am 29. Mai um 19 Uhr live bei Seenluft 24 im Fernsehen oder auf YouTube. Regional, täglich und zuverlässig. Mit diesen Begriffen wirbt unser Wasser- und Abwasserverband Lausitz. Der WRL setzt sich als einer der größten Wasserverbände in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz für eine nachhaltige und zuverlässige Wasserversorgung ein. Getreu dem Leitspruch Wasser ist Leben. Genau aus diesem Grund hat sich der WRL am Aktionstag Offenes Senftenberg beteiligt und das mit einer Premiere auf dem Senftenberger Markt. Senftenberg hat wieder einen Brunnen auf dem Markt. Dafür ist der WHL, der Wasser- und Abwasserverband Lausitz, zuständig. Der neue Trinkwasserbrunnen hat auch viel mit der Geschichte der Stadt zu tun. An historischer Stelle entsteht Neues. Und wir haben uns mit der Stadt abgestimmt und wollten hier an der Stelle, wo es vor Jahrhunderten schon mal einen Brunnen gegeben hat, der Stadt Senftenberg was Gutes tun, vor allen Dingen den Besuchern, den Senftenbergern und Senftenbergerinnen. Und so ist er entstanden. Ein Brunnen aus blauem Granit. Und Granit ist ja beständig, kommt aus der Lausitz, für die Lausitz. Der Verband war auch der Sponsor für den musikalischen Auftakt des Aktionstages Offenes Senftenberg. Die Weberknechte sorgten für eine super Stimmung. Und mit dem gemeinsamen Druck auf den Wasserknopf ging der Brunnen in Betrieb. Zu jeder Tageszeit im Sommer von Ostern bis Oktober wird er zugänglich sein, der Brunnen. Und da kann dann jeder sich ein Glas Wasser holen. Ein Wiedersehen mit den Finsterwalder Künstlern gibt es am Hauptsitz der Verbandsverwaltung.
Dort sollten sich die Besucher auch einen Einblick über die Arbeit in den Büros verschaffen können. Zunächst mal, wie arbeiten wir auch im Bereich der Verwaltungen? Und wir sehen ja, wenn wir die Kläranlage oder das Wasserwerk aufmachen, immer meistens den technischen Teil. Und heute haben wir uns mal vorgenommen, im offenen Senftenberg mal die Verwaltung zu öffnen, mal zu schauen, den Bürger schauen zu lassen, was machen denn die Damen und Herren in der Verbrauchsabrechnung, in der Finanzbuchhaltung. Die Verwaltungsetage war am Aktionstag auch wieder einmal die kleine Galerie. In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Pro Lausitz können hier regelmäßig regionale Künstler ihre Werke zeigen. Zeigen und erklären, das galt auch für den Dienstleister WAL Betrieb. Dort wurde schnell klar, wie die Inspektion von Rohrleitungen vonstatten geht. Das ist eine Leistung, die unser Dienstleister WAL Betrieb erbringt. Für uns, für die Kunden vom Verband. Weil wir müssen ja stetig auch das Trinkwassernetz erneuern. Und hier speziell im Kanalnetz geht es darum, den Zustand dazu zu erfassen, um daraus notwendige Sanierungen und Investitionen abzuleiten. Eine stabile Wasserversorgung ist in vielen Teilen Brandenburgs eine Herausforderung. Wassersparen wird daher in vielen Firmen bald eine große Rolle spielen. Im Verbandsgebiet des WAL ist das anders. Der Verband hat seinen Brunnen in einer sicheren Quelle. Wir haben das Wasserwerk in den Zeiten, wo es errichtet worden ist, an der richtigen Stelle, nämlich auf dem Lausitzer Ursturmtal, errichtet. Und das ist unser Pfand. Und damit können wir natürlich als wichtigster Partner in dem Trinkwasserbund Lausitzer Revier auch die anderen Partner beliefern. Im größten Wasserwerk Brandenburgs in Tettau werden täglich bis zu 44.000 Kubikmeter Trinkwasser aufbereitet. Das Wasser wird aus Brunnen in einer Tiefe von 25 Metern zwischen Frauendorf, Lindenau und Ruhland gefördert und in das Wasserwerk gepumpt. Mit dicken Rohrleitungen wird es verteilt und das bis nach Sachsen. Ja, das ist tatsächlich richtig, weil wir werden da nicht drüber diskutieren, über das Wasserdargebot, weil wir haben das Wasserdargebot. Und bei uns ist in der Region im Trinkwasserverbund Lausitz-Revier jeder Investor herzlich willkommen, weil wir haben das Wasser. Eins wurde beim Aktionstag Offenes Senftenberg im WAL deutlich. Unsere Trinkwasserversorgung ist täglich, zuverlässig und regional gesichert. Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laukstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme. Der Kulturpark Wandelhof in Schwarzheide. Das ist deutlich mehr als die große Parkfläche hinter dem Veranstaltungszentrum. Der Kulturpark ist tatsächlich ein Park mit kleinen Wegen, Bänken für eine kurze Rast. Also ideal für den kleinen, gemütlichen Spaziergang. Damit das möglich bleibt, hatte der Bürgermeister zum Arbeitseinsatz am vergangenen Donnerstag eingeladen. Und wir haben uns mal unter die fleißigen Helfer gemischt. Es ist der zweite Arbeitseinsatz in 8 Monaten, denn der Kulturpark wird ein Bürgerpark bleiben. Das haben die Stadtverordneten von Schwarzheide beschlossen. Jawohl, also das Stadtparlament hat die Bürger gehört. Unsere gemeinsame Initiative hat also Früchte getragen, sodass der überwiegende Teil des Grundstücks in städtischer Hand bleibt. Und mit der Teilnahme heute hier an der Aktion zeigen wir, dass das keine Eintagsfliege war, sondern dass wir uns weiterhin kümmern und unsere Stadt schöner machen wollen. Ein alter Name für das gemeinsame Anfassen und Aufräumen im Kulturpark. Auch wenn es erst der zweite Subotnik ist,
hat der Arbeitseinsatz schon etwas von einer kleinen Tradition. Gut, mit viel Fantasie, ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir hier gemeinsam anpacken und uns bewusst in unser Umfeld begeben, was alltagtäglich von den Spaziergängern und Hundebesitzern genutzt wird. Kulturpark Wandelhof, ein ja, historischer Ort in Schwarzheide, an dem in der Vergangenheit viele Feste stattgefunden haben. Und ich freue mich, dass die Bürgerschaft mitzieht und sich hier engagiert. Gemeinsam mit dem technischen Außendienst der Stadtverwaltung geht es dem Schadholz, dem Müll und den defekten Bänken im Kulturpark an den Kragen. Und für einige der Teilnehmer ist es nicht der erste Einsatz in Sachen Ordnung, denn sie sind regelmäßig auf den Wegen durch den Park unterwegs. Nee, mein zweiter. Wir machen immer die große Runde um den Teich, um den Ferdinandsteig und setzen uns dann hinten auf die eine Bank und machen eine Pause und dann laufen wir hier lang. Und da haben wir auch schon gesehen, dass die Bänke dann hinten kaputt fahren. Und da haben wir schon Bescheid gegeben. Und genau solche Informationen braucht die Stadtverwaltung. Und dann werden bei solchen Arbeitseinsätzen auch die Bänke repariert. Neues Holz musste aufgebracht werden. Und im Moment ist völlig unklar, ob Vandalismus die Ursache für die fehlenden Sitzmöglichkeiten war oder das Holz jetzt in einem anderen Garten verbaut ist. Wir haben vorher ja die Bänke schon einmal neu gemacht komplett. Aber leider gibt es irgendwelche Menschen, denen das irgendwie nicht gefällt. Und die haben angefangen, die Bretter wieder zu demontieren. So, dass wir dieses Jahr Teile der Bänke wieder neu bestücken müssen. Leider. Uns wäre es auch lieber, es würde so bleiben. Dann könnten wir uns um wirklich wichtige Dinge kümmern, die für die Stadt nötig wären. Aber manchmal dreht man sich halt im Kreise. Nach gut einer Stunde Sobotnik hat der Rathauschef immer noch ein Lächeln im Gesicht. Erstmal bin ich positiv überrascht, dass die Müllsituation in unserem Park nicht so schlimm ist wie erwartet. Nichtsdestotrotz war es nötig, dass wir hier Hand angelegt haben und viele tolle Ergebnisse befördert. Die Bürger haben sich mit beteiligt. Wir haben den jungen Raudis die Motivation hoffentlich genommen und haben die 4 zerstörten Bänke repariert und die vorhandenen Bänke, die wir neu gebaut haben, gereinigt und auch gestrichen und insgesamt auch den Parkplatz noch in der Nachbarschaft für ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis vom Müll befreit, vom Wandelhof, sodass ich mich ganz, ganz herzlich bedanke bei allen Teilnehmern und bin stolz auf die Leute, die hier angepackt haben und das Ganze wieder lebenswert gemacht haben. Das war unser Programm von Seenluft 24. Jetzt gibt es noch unseren Serviceteil und die Kleinanzeigen. Und denken Sie bitte daran, am Samstag ist Kindertag. Viel Spaß, machen Sie es gut, bis bald. Ihre Katja von Seenluft 24.